Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alan Wake, Folge Nummer 4. Ja, wir sind ja auf dem Weg zur Tankstelle, die irgendwo da hinten sein müsste. Irgendwie. Und Starkey ist uns immer noch am Verfolgen. Er hat es eben gerade nochmal begrüßt gehabt. Ich habe eben noch ein paar Sachen, die ich fast übersehen hätte. Jetzt haben wir 12 Batterien. Gucken wir mal, was jetzt kommt. Da ab. Aua. Ah, komm, komm, komm. Oh, okay. Schwach. Hui. Da muss man sich echt erstmal dran gewöhnen. Ist das nichts? Ne? So. Sind wir jetzt hier? Auf eigene Gefahr, was? Logging Area hat. Ah, okay. Da sind schon wieder irgendwelche Pfeile. Da geht's. Das gefällt mir nicht. Nee, da gehen wir nicht runter. Okay, da geht's. Ah, okay. Da drauf, sagt er. Erste Leiter, die wir finden. No? Ah. Da scheint irgendwas zu sein. Besessene, Besessene. Interessant. Da ist wieder so ein Zeichen. Da ist die Kiste. Batterien! Das ist doch nett. Sonst ist hier nichts. Kann man nicht hoch oder so, ne? Ne. Holy moly. Jetzt haben wir eine Menge Batterien auf Tasche. Bin mir noch gar nicht so sicher, ob wir die wirklich überhaupt richtig benutzen werden. Naja, bestimmt irgendwann. Oh, oh, oh. Bin ich vielleicht irgendwann mal eine Skriptseite versteckt? Ne? Okay. Also in die Richtung. Oh, oh, oh. Mir schwant Böses. Was hat er denn da gerade? Nicht so ganz mit der Blickrichtung klar. Die Treppe war kaputt. Ich musste einen anderen Weg nach oben finden. Einen anderen Weg? Da haben wir noch wieder was. Ah, Munition und noch ein paar Batterien. Wohl voll sind. Okay. Es gab keinen Strom. Irgendwo beim Holzlager musste ein Generator sein. Ein Generator? Was ist das? Ach, ein Helm. Ein Helm. Schauen wir uns doch mal um. Generator. Da liegt noch eine Kanne. Da ist irgendwas. Da. Aua. Unter der Waldarbeiterausrüstung musste etwas sein, womit ich nach oben kommen würde. Oh. Hau ab. Geh weg. Ja. So, und der letzte. Naja. Oh. Schnell nachladen. Oh. Arschloch. Irgendwo Licht hier gerade? Ne. Na gut.
Wenn wir wohl mit dem Generator für Licht sorgen müssen. Oh yeah. Mit diesen dezenten Hinweisen, da ist irgendwas. Da liegt was. Oh! Eine Schrotflinte. Zwar nur zwei Schuss, aber egal. Und ein Manuskript sah der. Ich hörte sie, bevor ich sie sah, wie sie vom Himmel schossen und kreischend näher kamen. Ich wirbelte herum, gerade als die Wolke über mir war. Kurz starrte ich in 100 tote Augen, glitzernde schwarze Perlen in der Finsternis. Ich hob die Taschenlampe und der Schwarm explodierte wie ein Silvesterkracher. Federn verbrannten zur Asche. Ihre Schreie überdeckten meine eigenen. Oh, nö. Ich hab Bock drauf. Irgendwelche Fliegeviecher. Da kommen die zwei Schuss, bewahren wir uns erstmal noch. Ach, ich hab einen Schock gekriegt bei den Schatten. Das ist nur ein Eimer. Irgendwo hier hinten war doch noch eine Kanne. Da hinten. Her damit. So. Und nun den Knopf drücken. Irgendwas passiert, wetten? Ne? Okay. Also sollte man noch rüberkommen. Ich bin mal gespannt, da wird bestimmt gleich die Vögels kommen. Ne? Okay. So. Sind wir zumindest schon mal drüben. Schon mal Stimmung, schon mal Stimmung. Was ist da? Schrotmoni. Ah, sauber. Ich war gerade frische Luft schnappen und ich sage euch, was für eine Nacht. Ihr liegt vermutlich fast alle schon im Bett, aber wenn ihr noch wach seid, gönnt euch was Gutes. Geht einfach kurz vor die Tür und atmet tief ein. Die Nacht ist absolut ruhig, der Himmel kristallklar. Es ist, als würde auch der Wald ganz ruhig atmen. Ihr kennt mich als Nachteule. Und in Nächten wie dieser wünsche ich, dass ich nicht im Studio sitzen müsste. Da träumt ein alter Mann wie ich davon, nochmal drauf loszuziehen. Aber ich bin hier. Und wer würde euch durch die Nacht begleiten, wenn nicht ich? Oh, und anscheinend bin ich nicht der Einzige, der noch wach ist. Hallo? Wen habe ich dran? Hallo, Pat, hier ist Maurice Horton. Hallo, Maurice. Was machst du gerade? Also, ich war gerade mit Toby Gassi. Ja, ist es nicht wunderbar draußen? Ja, klar. Aber Pat, weshalb ich anrufe? Toby hat etwas im Unterholz gewittert und ist losgerannt. Und jetzt ist er weg. War bestimmt ein Hase. Bestimmt. Toby liebt Hasen. Na, bestimmt. Also, ich dachte, wenn irgendwer Toby sieht, könnte er ihn einfangen. Meine Nummer steht auf dem Halsband. Ist Toby ein lieber Hund? Oh, Toby liebt Menschen. Für gewöhnlich kommt er zurückgelaufen, aber wir waren ziemlich weit weg und er ist einfach losgeprescht. Ein großartiger Hund, aber manchmal ist er etwas dumm. Ja, Maurice, jetzt haben es alle gehört. Ich hoffe, Toby ist bald wieder da. Ja, danke, Pat. Gute Nacht, Maurice. Ja, okay. Da hat irgendjemand seinen Hund verloren, der liebe Maurice. Oh, ist hier da irgendwas? Die Mucke, ey. Ah, da. Was haben wir da? Nochmal Leuchtpistole. Jetzt haben wir zwei Schuss dafür. Die Musik, oh Gott. Oh, da liegt eine Manuskriptseite. Wake findet Seiten. Zunächst fand ich die Seiten wie zufällig. Das Buch, an das ich mich nicht erinnern konnte, war entweder eine schreckliche, wahre Prophezeiung oder ein Schöpfungsakt, der die Welt verändert hatte. Ich fing an, den Seiten nachzujagen, denn sie bargen die Antwort zu dem Rätsel. Mit ihr konnte ich mich retten. Mit ihr konnte ich Alice retten.
Okay. Da ist die Tanke. Immer noch ein ganzes Stückchen entfernt. Die Tankstelle war nah. Ihr Licht schien einladend durch die Dunkelheit. Oh, was? Die besten Handpacks im Staat. Der Magensprenger ist der Beste. Gar keine Frage. Der Monster kommt gleich danach. Der Stardog ist der Drittbeste. What the fuck? Okay, hier geht's wieder mal nicht zurück. What the heck? Komm. Ist er weg? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, was jetzt mit dem passiert ist. Hat sich irgendwie ein Rauch aufgelöst? Komisch. Puh. Gut, dass wir das Licht angemacht haben. Okay. Das heißt, es ist schnell von Lichtquelle zu Lichtquelle. Ich habe keine Ahnung, wie lang. Da ist eine Manuskriptseite oder so. Gerade rechtzeitig ausgerichtet. Ah, okay, ein Schuss reicht also. Okay, nicht wenn man nicht richtig trifft. Arschloch. So. Da liegt noch eine Seite. Fernseher in der Tankstelle. Ich betrat die Garage der Tankstelle. Dort war es dunkel und still. Es herrschte Chaos. Es sah aus, als habe jemand den Ort verwüstet, als habe hier ein Kampf stattgefunden. Durch eine Hintertür drang Licht in den Raum und ich ging auf sie zu. Ohne Vorwarnung blendete mich ein grelles Licht. Ein alter, tragbarer Fernseher auf einem Regal war wie von selbst zum Leben erwacht. Es war unmöglich, doch ich sah mich auf dem Bildschirm wie von Sinnen redend. Oh, okay. So langsam nimmt das echt ganz komische Züge an. Licht. Mal wieder zur Waffe wechseln. Revolver auch voll. Okay. Da ist wieder irgendwas. Da wäre? Ja, ich hoffe, kommt nicht zu uns. Haben wir auf jeden Fall wieder was? Leuchtpistole. Okay. Das scheint irgendwie immer da drin zu sein. Kein Sound dafür. Nicht so wirklich. So, was war da? Wo ist diese blöde Tankstelle? Da liegt da eine Manuskriptseite? What? What the heck? Was dann hier? Wow. Du kleines A-Loch. So ja wohl nicht hier. Wollten sie uns von hinten. Zur Seite, ab zur Seite. Okay, wirklich nicht lange laufen, der Kerl. Wobei, erstmal gehen wir hier hin.
Schrotflinte. Batterien. Schrotflinten-Muni. Das kann man denn jetzt nehmen? Forschung. Sie bringt denjenigen Unsterblichkeit, die mit ihr die Menschheit voranbringen. Newton, Einstein, Sagan, Prinzen der Wissenschaft. Aber der Preis ihres Erbes ist sehr hoch. In Night's Brains. Heute Abend Quantenselbstmord. Wenn das Leben vorherbestimmt ist, muss man tapfer sein, um den Verlauf zu ändern. Auf einer Pressekonferenz will Dr. Barclay Colvin eben diese Tapferkeit demonstrieren. Meine Damen und Herren von der Presse, ich bin Dr. Barclay Colvin. Und ich freue mich, so viele von Ihnen hier zu begrüßen im Moorcock-Institut. Heute möchte ich Ihnen eine praktische Demonstration des Multiwelt-Konzepts zeigen. Wie Sie sehen, ist dies eine geladene 9mm-Pistole. Sie ist Teil eines Gedankenexperiments, das jetzt real werden wird. Der sogenannte Quantenselbstmord. Sagt er Selbstmord? Ist die echt? Macht er Witze? Bitte, bitte. Ganz ruhig. Es ist sicher. Schauen Sie, was passiert, wenn ich die Waffe an meine Stirn halte. Jetzt könnten Sie glauben, dass das ein Blindgänger war. Im Gegenteil. Dort der Blumentopf. Und doch kann ich mich selbst mit dieser Waffe nicht verletzen. Mit jedem Zug am Abzug entstehen zwei neue Realitäten. Eine, in der die Waffe nicht feuert, und eine, in der sie es tut. Mit diesem Gerät hier stelle ich sicher, dass meine Realität immer die erstere ist. Ich verleihe mir so selbst Quantenunsterblichkeit. Unter keinen Umständen kann mich diese Waffe töten. Also halt, halt, halt. Sie sagen, dass Sie bei jedem Schuss in einer anderen Realität sterben? Ja, ja, natürlich. Aber das ist völlig belanglos. Unendlich viele Dinge können jederzeit passieren und sie passieren auch immer irgendwo. Der Punkt ist, diese eine Sache passierte nicht hier. Sie sind verrückt, Colvin. Verrückt? Verrückt? Hey, muss das Ding eingesteckt sein? Ich bin gestolpert. Ihr Narren! Bestaunt die Quantenunsterblichkeit! Ups. Armer, armer Dr. Colvin. War Hochmut sein Verhängnis? Oder die Dummheit der Massen? Vielleicht hätte er sie nicht öffnen sollen. Die Büchse der Pandora. Denn Neugier hat oft böse Folgen. Night's Brains. Okay. Das ist schon cool, dass so kleine Videos da noch mit bei sind. Gefällt mir. Gefällt mir sogar sehr. So, dann schnappen wir uns nochmal eben schnell die Manuskriptseite. Zack. Und Wake lügt den Sheriff an. Okay. Die Hütte am Cauldron Lake? Fragte sie. Der Sheriff sah mich misstrauisch an. Das Morgenlicht schien durch die Bürofenster. Ohne ihre Hilfe wäre ich wohl nie lebend aus dem Wald gekommen. Und doch konnte ich ihr nicht sagen, was mir wirklich passiert war. Sie würde glauben, ich sei ein Lügner. Oder verrückt. Sie würde mich einsperren. Und sie würde mir nicht helfen, Alice zu finden. Interessant. Vorne ist auf jeden Fall ziemlich viel Bewegung. Haben wir das ausgemacht? Okay. Das hatten wir doch schon. Es sieht gleich wieder irgendwas. Eine Zeitkapsel am Augenbrauen zu wechseln. Ist Bethlehem nicht einfach? Wie? Man vergleicht das! Es kommt sehr viel!
geknallter Typ. Snarky! Oh. Oh, komm her. Oh, wie viele sind das denn? Man, du Witzer. Die ist ja wohl mal richtig übel. Die rockt ja mal richtig. What the heck? Alter. So, wo ist er? Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da. Komm her, du Penner. Oh. Schock, Nordic Walking verschwand und ließ nichts als lebenslange Albträume zurück. Vorausgesetzt, ich würde es lebend in das Tankstellenlicht schaffen. Ja, ich will es doch ganz ehrlich hoffen, weil ich hier schon ganz gerne noch irgendwas finden würde. Ja. Wusste doch, hier ist noch irgendwas versteckt. Okay, also so über die Zeit regeneriert man auch langsam Leben. Brauche ich mir eigentlich gar keine Gedanken machen. Das sieht aber auch echt hübsch aus. Ich habe nochmal nachgeguckt, das Spiel ist 2012 rausgekommen, also so alt ist das noch gar nicht. Dementsprechend schick ist es auch meiner Meinung nach. Mein Glas ist kein Crysis. Hatten wir schon. Oder kein Battlefield. So, wie kommen wir da jetzt? Da. Ach, uff. So. Aber wir sind auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ich hoffe, ihr habt soweit Spaß gehabt. Und ja, schaltet dann auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt Alan Wake.